So, jetzt bleibt alles an. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie schnell das jetzt hochgeht. Weil jetzt habe ich eigentlich, müsste ich ja eigentlich schon die doppelte Energiemenge produzieren. Achso, gut, die erzeugte Leistung ist bisher noch etwas geringer. So. So, Zeit zum Aufstehen. Jetzt müsste man langsam loslegen hier, auf der Seite. Warum finden die das hier eigentlich alle hässlich? Was kann ich denn hier machen, damit die das hässlich, damit die es nicht mehr hässlich finden? Schlafplatz fürs Tier. Wer ist denn dein Herrchen hier eigentlich, Kollege? Training. Hops ist dein Herrchen. Gut, dann kriegt Hops jetzt erstmal... Aha. Kleine Hunde. Ein Schlangenlederbett. Ich habe leider kein Schlangenleder. Das hier ist das Bett von Hops, ne? So, da ist die Schlafstelle. Perfekt. Husky-Ledersessel. Dafür müsste ich einen Husky schlachten. Ein Tisch. Okay. Ein Blumentopf hier. So ein schöner Holzblumentopf. Der passt doch bei allen rein. So, und das macht es doch gleich schon viel schöner, oder? Was sagt ihr, Leute? Regal. Ha! Kolonisten essen hier, sofern Stühle am Tisch stehen. Ja, dafür kann ich sorgen, dass hier Stühle am Tisch stehen. Aber... Ja, ach, warum nicht? So, schön. Zwei Holzstühle. So. Das müsste doch jetzt schon mal ein bisschen was bringen, oder? Ach so, jetzt habe ich den Tisch aus Stahl gemacht. Naja, ist egal. Huch, was ist denn hier passiert? Warum wurden die geerntet? Kann doch noch nicht fertig gewesen sein, oder? Angriff. Halt. Zum Ort springen. Ein einzelner Typ. Naja, das wird ja noch... Werde ich noch verkraften, wahrscheinlich. Okay, aber ich kann ja trotzdem schon mal die Waffe ziehen. Verziehen kann sicher nicht schaden. Halt, ich will doch nicht den Hund schlachten, sag mal. Eigentlich müsste doch der Hund jetzt seinem Herrchen helfen, ne? Sehe ich das richtig? Ja. Was macht der denn jetzt hier? Jetzt fängt er an, meine Schweine zu killen, oder was? Das ist doch eine Frechheit. Hör auf, meine Schweine zu killen. Okay, noch sind es nicht meine Schweine, aber hör auf. Ach so, jetzt kann ich hier nicht auf dreifache Geschwindigkeit stellen. Na, das nervt ja. Weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist, dass ich dem jetzt hier auf die Pelle rücke. Der kommt bestimmt auch so zu mir, aber... Ich würde ja ganz gerne mal mit Hops testen, wie das hier funktioniert. Ob der jetzt angegriffen wird? Das hat der Hund erledigt. Okay, die könnt ihr alle wegstecken. Danke. Oh, cool. Der hat auch noch eine Mahlzeit dabei gehabt. Na, die wird sich doch gleich irgendwer schnappen. Und der hat einen Schnitt von einem Langbogen abbekommen. Naja, gut. Okay. Und wieder wird es anscheinend nicht reichen, ne? Anscheinend brauchen wir jetzt schon noch mehr... Ist ja Wahnsinn. Dein Ernst? Dein Ernst? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich dachte, da schläft sein Hund.
Nein! Halt, behandle ihn immer erstmal hier. Das kann ja wohl nicht sein. Jetzt schläft da ein Schwein. Ach so, sag mal, kann die auch das Schwein behandeln? Ja. Behandeln mal das Schwein. Das arme Schweinchen. Wollen wir ja noch, dass es überlebt. Ne? So. Sehr gut. Also, nicht sehr gut, aber wird es dadurch wahrscheinlich überleben. So. Ich bin jetzt immer noch überfragt. Ah, die können geerntet werden. So. Wer erntet denn hier eigentlich? Bei mir. Das weiß ich gar nicht. Ist der wieder... Nahrungsmangel, Mann. Wer erntet denn? John erntet, ne? Nee, John erntet nicht. Komm, Junge, schneid die Erdbeerpflanze. Mann, die sind alle so hungrig, dass es darauf hinausläuft, dass sie die direkt ernten. Ist natürlich auch eigentlich nicht Sinn der Sache, ne? Eigentlich sollten die die ja eher verarbeiten. Sonst scheint hier aber nichts fertig zu sein. Die Kartoffeln, naja, die brauchen auf jeden Fall auch noch ein bisschen. Die haben jetzt die gesamte Erdbeerpflanze vernichtet anscheinend. Also, gegessen, so. Na gut. Schwein? Ist ja jetzt nicht dein Ernst, oder? Deswegen war das bestimmt auch der Fall. So, ernte mal bitte die Erdbeerpflanze. Vier Erdbeeren sind das jetzt, die er da hingepackt hat. Wow. Feuer? Mr. Schildkröte brennt. Das ist ja wenig schön. Ah, Hilfe. Ja. Okay, ich muss hier ein Heimatgebiet erstellen, ne? Ich mache das jetzt mal hier um ein Feld größer, damit die das auch löschen. Und das habe ich auf 1 gestellt, ne? Ja, habe ich anscheinend nicht gemacht. Doch, Feuerwehr ist auf 1. Ja, okay. John wird das jetzt auch tun. Sehr gute Entscheidung, John. Verdammt. Und... So. John, Hilfe. Sehr gut. Wunderbar. Feuer unter Kontrolle. Und alle auch schon wieder geschlafen. Ernten. Moment, wie kann man jetzt schon ernten? Ich frage mich jetzt gerade, wie ist denn das? Wie war denn das nochmal? Sollte ich die jetzt schon ernten oder sollte man die erst ernten, wenn da halt, wenn die bei 100% sind? Ah, hier schläft der Hund. Interessant. Okay, also mein Energiehaushalt funktioniert auf jeden Fall mittlerweile. Der steigt und das ist auch wichtig. Bedeutet, ich kann mich auf jeden Fall demnächst auch dem, was ich hier gerade schon machen will, zuwenden. Nämlich dem Kühlraum. Ich kann einfach schon mal anfangen, ne? Ich kann ja schon mal
Ja, auch hier macht wahrscheinlich Stahl Sinn. Vielleicht 7x7? Na, hier kann ich schon wieder nicht. Wir sind auf komprimierten Stahl gestoßen, das ist schön. Halt, und eine Stahlautomatiktür. Genau hier hätte ich sie gern. Hier drin ist kein Licht, aber ich glaube, das ist auch nicht benötigt. Strom, Stromkabel ziehe ich mal hier rüber. Und ich brauche Temperatur, ich brauche eine Kühlung. Nee, Freunde, nicht so rum. Schlechte Laune. Adam, du hast schon wieder schlechte Laune. Ich glaube, das wird mir noch öfter begegnen. Nahrungsmangel, ja. Richtig, der Nahrungsmangel. Ja, das Problem ist, ich habe jetzt alle auf Bergarbeiter gestellt. Dabei sollte ich wahrscheinlich eher mal sagen, hier... Hops, die beiden, die noch... Quatsch, Mechaniker, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Die beiden, die noch Landwirt sind. Da sollte der Landwirt dann wahrscheinlich wichtiger sein. Obwohl, hier passiert gar nichts, obwohl ich das... Ach so, kann ich auch gar nicht ernten. Weil da ist gar nichts zu ernten. Doch, da ist was zu ernten. Hä? Gut. Ein verrücktes Tier. Und mal wieder eine Schildkröte. So, wo sind wir denn hier? Ach, da. Die wird wahrscheinlich demnächst versuchen, mich zu killen. Oh, was bringst du denn hierher? Ah, ach, das ist die Schildkröte, okay. So, produziere bitte für immer. Und ich möchte natürlich, dass jedes Tier geschlachtet wird, was hier herkommt. Was bringt ihr denn hierher? Leute, Stahl? Rohstoffe? Mist. Rohstoffe sollen hier natürlich nicht hin. Ist das hier die verrückte Schildkröte? Ist das die verrückte? Wirkt verrückt. Ich glaube, das ist die verrückte. So. Wo ist denn der Rest? Ach, da. Was machen die denn da? Was bringen die denn da alles ran? Ein Langbogen. Ah, okay. Alles klar. Jetzt wird erstmal wieder geschlafen. Und die verrückte Schildkröte. Auch hier. So. Ey, der Hund jetzt auch. Ey, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das ist ja richtig schlimm hier. Wie geht's denn der? Ah, okay. Auf jeden Fall ist er jetzt wach. Na gut. Perfekt. So, jetzt nehmt doch mal bitte hier die Schildkröte auseinander. Ah, wunderbar. So, die Kühlung, die kann ich jetzt erstmal... Moment, was steht denn hier? Zähltemperatur. Weiß ich nicht, machen wir jetzt mal 0 Grad. Aber das geht natürlich nur, wenn hier auch alles... dann natürlich richtig ist, weil... Ansonsten bringt das ja gar nichts, wenn hinten offen ist. So, Böden. Packen wir mal einen Betonboden rein. Muss ja nicht schön sein, muss ja nur funktional sein, wa? Okay.
Gut, und jetzt müssten wir ja eigentlich sehen. Zieltemperatur. Sehen wir hier, sehe ich hier jetzt irgendwo, wie denn die Temperatur hier ist? Nee, sehe ich natürlich nicht, wa? Ich sehe zwar, was das Ziel ist, aber nicht, wie die derzeit ist. Ach doch, da! Rechts unten sehe ich es. Hier steht ja die Temperatur. Innen 8 Grad. Okay, Mann, Schwein, jetzt hau doch mal ab da. Ich möchte, dass das hier kühler wird. Okay, und jetzt Befehle? Nee, halt. Zone. Das hier soll eine Lagerzone werden. Und zwar für... Nee. Verrottendes. Ja, Ressourcen, ja. Moment. Ressourcen. Nahrung, ja. Hergestellt. Textilien macht keinen Sinn. Medizin macht schon Sinn, ne? Ich glaube, die verrottet. Gegenstände, Waffen, Kleidung, Körper. Ja, Körperteile müssen auch gekühlt werden. Leichen. Menschliche Leichen. Ja, wahrscheinlich macht es auch Sinn, menschliche Leichen da reinzupacken. Auch Tierleichen. Also alle Leichen. Eigentlich alle Leichen. So. Okay. Und überall anders. Müsste ich jetzt überall Körperteile ausstellen. Leichen ausstellen. Nahrung ausstellen. Und Medizin, ne? Medizin auch ausstellen. So. Hier habe ich ja... Ah doch, hier habe ich auch den ganzen Kram noch an. Nahrung aus. Und auch keine Leichen, bitte. So, hier ist jetzt Schildkrötenfleisch. So, 43 liegen davon da. Genau, die muss... Hä, warum isst du die denn jetzt? Och Mann, Kollege. Die sollen doch hier eigentlich... Die sollen doch produziert werden. Warum wird denn hier nichts produziert? Habe ich vielleicht den Koch noch gar nicht festgelegt? Ah, okay. Wer ist denn hier der beste Koch? Oh, eindeutig der, der es schon ist. Und zwar mit 2, würde ich sagen. Bauarbeiter. Jetzt muss das hier auf jeden Fall mal richtig verändern. Weil so wie es jetzt ist, ist es Mist. Also, Patient und Feuerwehr ist das Wichtigste. Schalter. Okay. Schalter betätigen, Schalter. Das ist richtig gut erklärt. Okay, Aufseher brauche ich jetzt gerade erstmal nicht. Tierpfleger. Eigentlich finde ich das relativ cool, wenn der das halt gut macht. Koch. Also Kochen ist auf jeden Fall wichtig. Jagen sollen sie machen, wenn ich was habe, denn normalerweise habe ich ja gar nichts. Bauarbeiten. Also der hier hat schon einiges, der hat schon einiges. Und der hier ist nun mal meiner, deswegen... Ach nee, Bauarbeiten. Ach so, errichten Dinge. Ja, ist trotzdem okay. Und Bergarbeiter ist genauso. Landwirt ist wichtig. Mechaniker, ja, okay. Gärtner. Ja, belassen wir auch mal dabei. Schmied habe ich zurzeit kaum. Künstler, Handwerker, Träger, alles auf 3. Reiniger auf 3. Okay. So, jetzt sollte es eigentlich passen. Und jetzt sollten die auch eigentlich das hinkriegen. Hoffe ich. So, Temperatur. Also zum Glück brauche ich weder Lagerfeuer noch Heizung. Ventilator. Aha. Kühlung und Ventilator. Zum Ausgleich der Temperatur zwischen 2 Räumen. Mhm, interessant. Verwitterungsrate. 1 pro Tag. Ist ja weniger schön. Habe ich es vielleicht zu warm? Machen wir mal minus 5. Machen wir mal eine Tiefkühlung draus. Ah! Da, die erste Mahlzeit wurde geschaffen. Wahnsinn. Na, das ist ja der Wahnsinn. Sitzt der jetzt hier einfach nur?